Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie wollen Sie alle mit genossenschaftlichem Wohnungsbau umgehen? Genossenschaftlicher Wohnungsbau ist was immer mehr Leute wollen. Und auch durchaus in selbstgestalteter Form. Zweitens, die Stellplatzordnung ist ein immerwährendes Problem. In den Kellern bei uns im Mietshaus stehen etliche Stellplätze schon seit Ewigkeiten leer. Die Hausverwaltung bemüht sich immer, die zu vermieten. Es gibt keinen mehr, der sie mieten will. Die Leute schaffen reihenweise ihre Fahrzeuge ab. Wie wollen Sie mit dieser Sache umgehen? Geht das an alle vier oder an jeden speziell? Dann gehen wir die Runde durch. Fangen wir bei der Mathe an. Jawohl. Also, es ist richtig, es wird viele andere Verkehrsmittel genutzt, auch eben Carsharing, und dass viele Leute aufs Auto verzichten. Aber insgesamt sind die Zulassungszahlen noch steigend in München, auch aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszahl. Wir müssen die Stellplatzordnung in der Tat anpassen. Aber ich sage Ihnen auch, dort, wo wir Parklizenzgebiete haben, also wo wir Parkknappheit haben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da dann auf Parkplätze verzichten und einfach die Augen zumachen und sagen, dann wird eben das Chaos oben noch ein bisschen größer. Also das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Also man muss das sehr gezielt machen. Und was Genossenschaften anbelangt, bin ich absolut, das ist eine grundliberale Idee. Aber ja, das ist aus dem 19. Jahrhundert von Liberalen, Schulze-Delitzsch, entwickelt worden. Ich warne nur davor zu glauben, dass wir die Zahlen verzehn, verzwanzig, verdreißigfachen können, denn zu Genossenschaften gehört auch Genossenschaftskapital. Wenn das Kapital nicht da ist, kann ich nicht in der Vergangenheit 50, 60 Wohnungen pro Jahr bauen und dann auf einmal 1000. Also da muss auch Realismus herrschen. Ja, mache ich vielleicht gleich weiter. Ja, bitte, die Reihe so durch. Thema Genossenschaften ist ein wirklich ein Herzensthema. Ich bin selber in einer groß geworden, in einer Genossenschaftswohnung. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Teil, dauerhaft bezahlbare Wohnungen für München und Münchner sicherzustellen. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr einen sehr bahnbrechenden Beschluss dazu gefasst, weil das Problem der Genossenschaften in München war ja auch die Grundstückspreise. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr den richtigen Beschluss gefasst, nämlich, dass wir künftig auch Grund und Boden unter Verkehrswert an die Genossenschaften abgeben, indem wir soziale Kriterien definieren. Weil das Problem war, dass wir alle gesagt haben, ja, wir wollen genossenschaftlichen Wohnbau, nur dummerweise konnten die Genossenschaften keine Genossenschaftsmodelle entwickeln, weil der Boden zu teuer war. Und deswegen haben wir letztes Jahr gesagt, wir müssen daran arbeiten, das haben wir auch beschlossen, das werden wir, auch wenn es nicht mit 23 Gutachten belegt ist und nicht 1000%ig bis zur Europäischen Kommission durchgeprüft, jetzt einfach angehen müssen. Und das werden wir tun, deswegen haben wir es auch beschlossen. Wir werden Genossenschaften Grund und Boden zu günstigeren Preisen zur Verfügung stellen. Ich bin ganz sicher, es gibt genug Kapital und genug interessierte Genossenschaften in München, um dieses Modell über so ein kleines Randprojekt hinaus zu entwickeln. Also das hat meine volle Unterstützung. Ich glaube, es ist ein Zukunftsmodell. Stellplatzsatzung, naja, da bin ich beim Herrn Matta. Ich glaube, da gibt es keine generelle Regelung. Aber wenn ich halt zum Beispiel auch wieder mal zwischendurch höre, dass wir in Wohnanlagen der GBW oder in der GBW, ich bin schon ganz fixiert, GBG wollte ich natürlich sagen, und der GOVAG teilweise auch den gleichen Stellplatzschlüssel anwenden wie bei frei finanzierten Wohnungen, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, weil nämlich dann genau das passiert, dass der ein oder andere Stellplatz einfach leer steht. Das heißt, man muss, glaube ich, schon bei einzelnen Objekten einfach draufschauen, was macht für einen Schlüssel Sinn. Wir können das Thema, dass es Autos gibt, nicht völlig negieren. Und die Statistik lügt auch nicht. Es werden tatsächlich in München auch jedes Jahr noch zusätzlich mehr Autos zugelassen. Also auch wenn man die Wahrnehmung hat, dass viele Leute mit dem Radl fahren, was ja wahr ist, und vielleicht auch die individuelle Nutzungskilometerzahl zurückgeht, die Zahl der Autos, und die sind leider für Stellplätze entscheidend, weil auch wenn sie nicht fahren, müssen sie irgendwo stehen, geht nicht zurück, sondern steigt weiter. Und deswegen, glaube ich, muss man hier versuchen, möglichst sensibel mit dem Thema Stellplatz umzugehen. Dort, wo es also gar keinen Sinn macht, vielleicht zu reduzieren, aber so einfach pauschal zu halbieren oder so, das wird nicht funktionieren. Ja, also wir sagen immer, dass die Genossenschaften oder ja, genossenschaftliches Miteigentum, dass das so das eines der kleinen Geschwister des Eigentums ist. Und wenn natürlich sich in München immer weniger Leute
Wohneigentum leisten können, dann müssen wir das eben auch fördern. Ich habe da noch ein anderes Geschwister entdeckt, das sind die Erbpachtmodelle. Ich finde, wir brauchen auch wieder mal ein neues Erbpachtmodell auf städtischen Grundstücken. Die haben sich sehr gut bewährt, als sie noch durchgeführt wurden. Und es ist eben auch die Möglichkeit, dass jemand mit einem mittleren Einkommen auch einmal die Chance hat, was Eigentumsähnliches zu bekommen. Deswegen haben wir diese Beschlüsse natürlich auch gemeinsam gefasst, Herr Reiter, zum Thema Genossenschaften. Und deswegen haben wir auch Vorschläge gemacht. Was die Stellplatzsatzung anbelangt, sehe ich es auch so, dass wir differenzieren müssen. Also wenn ich von Dachgeschoss aus baue beispielsweise, dann darf nicht der nächste Hemmschuh einer solchen Initiative sein, dass der Stellplatz nicht nachgewiesen werden kann. Sondern da muss man sagen, muss man sich entscheiden, was will man jetzt? Will man jetzt den Wohnraum oder bleibt man wieder bei einer bürokratischen Vorschrift? Das ist wieder so ein Beispiel von dem, was ich vorher gegeißelt habe, aus viel Bürokratie. Und deswegen müssen wir da flexibel werden. Aber eins ist eben auch völlig klar, da kann ich mich meinen beiden Vorrednern anschließen, das ist ja auch originäre CSU-Politik in München seit langem, dass da, wo eben wirklich der Bedarf da ist, müssen wir auch schauen, dass wir die Autos abstellen können. Ich stelle mir für den öffentlichen Raum überhaupt vor, dass wir viel mehr in Kategorien Anwohner, vielleicht aber auch Besucher, Tiefgaragen denken, weil dann kriegen wir oben den öffentlichen Raum frei für Fahrradfahrer, für Fußgänger und auch für das Aufenthalten, für die sozialen Zwecke, die der öffentliche Raum auch hat. Ja, es gibt ja Zahlen für München, dass wir 300.000 Menschen mehr werden, manche sagen sogar noch mehr. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal so als Vorstellung mit auf den Weg geben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die würden alle mit dem Auto nach München kommen. Also ich bin der festen Überzeugung, und das sage ich nicht nur als Stadt- und Verkehrsplanerin, das kann sich jeder vorstellen, München würde absolut kollabieren. Und deswegen setze ich auf die Alternativen zum Auto. Und zwar möchte ich, dass die Menschen freiwillig umsteigen, und sie tun es ja auch, wenn sie die Zahlen sehen, dass immer mehr mit dem Radl fahren und immer mehr den ÖV nutzen. Und deswegen müssen wir eben auch in der Verkehrsplanung umschalten. Und ich mag nur mal sagen, ein Stellplatz macht Wohnen auch teuer. Ja? Also ein Stellplatz kostet einfach, wir haben da Tiefgaragenstellplätze, die kosten 20, 30 bis zu 40.000 Euro, je nach Lage und je nach technischem System. Und das macht Wohnen auch teuer. Das müssen wir einfach auch mal so erkennen. Also ich setze hier wirklich ganz stark auf die Alternativen zum Auto. Wir brauchen eine Mobilitätskarte für alle alternativen Verkehrsmittel, damit es so einfach wie möglich ist. Ich habe letzte Woche die Initiative gestartet, Ringe und Zonen abzuschaffen beim MVV. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und ganz ehrlich, mir gefällt da das Berliner Beispiel gut. Berlin hat die Stellplätze einfach freigegeben und hat gesagt, die Menschen, die da bauen, die wissen schon, ob sie was brauchen oder nicht. Das geht viele Jahre schon so und es geht sehr gut. Und ich könnte mir sowas für München auch vorstellen, dass wir das nicht zwingend vorschreiben. Über 100 Quadratmeter müssen es 2 Stellplätze sein und so. Wie gesagt, es verbilligt auch das Wohnen. So, und jetzt zum genossenschaftlichen Wohnungsbau. Da hat der Herr Reiter schon was ganz Wichtiges gesagt mit den Grundstücken. Das ist ein toller Beschluss gewesen, der war wichtig. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass das noch nicht reicht, was wir beschlossen haben. Sondern wenn ich mit den Genossenschaften rede, dann höre ich immer, dass es einfach zu große Planungsunsicherheit ist, dass es zu lange dauert, dass sie nicht so einen langen Atem haben. Ich glaube, die Finanzierung ist gar nicht das Problem. Also das ist doch der größte Wert, den man schaffen kann, in München Wohnraum zu schaffen. Und je besser der in Bürgerhand ist, in städtisch und in Bürgerhand, das ist ein Bürgerwert, den wir schaffen. Und das wissen die Menschen. Und das Geld ist, glaube ich, nicht der limitierende Faktor. Der limitierende Faktor, das sind die Grundstücke und das sind die Unsicherheiten beim Bauen. Und deswegen wird es bei mir eine Agentur geben, die Genossenschaften an die Hand nimmt, die nicht nur das Grundstück zur Verfügung stellt von städtischer Seite, sondern wirklich auch den ganzen Prozess des Verfahrens, der Baugenehmigung die Genossenschaften da an die Hand nimmt und begleitet. Ich denke, dass es da noch ein bisschen mehr braucht. Gibt es noch eine Frage?